Bierzelt. Auch kein Partyzelt, sondern ein Weltverändererzelt. Mit Studierenden, die bereit dazu sind, die Welt ein bisschen besser zu machen. Dazu gehört Neugierde und Offenheit für Themen, die nicht immer bequem sind. Eine Woche lang macht das Bildungsprogramm Werde Weltveränderer Halt an der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern in Augsburg. Jeden Tag finden Workshops statt. Heute geht es um den immensen Wasserverbrauch. Anhand vieler konkreter Beispiele möchte der BDKJ für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren. Unterteilt wird der Begriff in soziale, ökonomische und ökologische Aspekte. Sozial betrifft alles, was die Menschen untereinander, wie sie fair miteinander umgehen und damit auch nachhaltig. Der ökonomische Aspekt beinhaltet alle wirtschaftlichen Aspekte, die wir hier auch mit zum Beispiel unserem Kleiderkonsum, Kleiderverkauf, welche Auswirkungen das hat, wenn wir hier einkaufen und was bekommen im Endeffekt die Menschen in anderen Ländern, die dafür sorgen, dass wir diese Kleidung hier haben. Der ökologische Aspekt beinhaltet eben nicht nur, wie Sie sagen, Wasser, sondern auch bei dem Ganzen, auch Konsum, in dem Fall Ernährung, nicht nur Fleisch, sondern auch unsere Gemüse, Obst, wie wir damit umgehen. Ein gutes Beispiel finden wir vor der Fachakademie. Dort ist gerade Kleiderflohmarkt. Jeder kann seine aussortierten Klamotten vorbeibringen. Und von Pullis und Hosen trennt es sich noch leichter, wenn ein guter Zweck dahinter steckt. Oder ein bisschen stöbern. Vielleicht das ein oder andere Kleidungsstück ausprobieren. Und schon wieder hat etwas Ausrangiertes für eine Spende eine neue Besitzerin gefunden. Wenn am Ende der Woche genug Geld zusammenkommt, steht an der Fachakademie bald ein Fairomat, ein Snackautomat mit fairen Produkten. Die Studierenden sind ja lange immer im Unterricht und haben in den Pausen oft nicht die Zeit, dass sie in die Stadt gehen, sich was besorgen, sondern dann ist gut, wenn wir hier an der Fachakademie so einen Automat haben, wo sie sich dann auch in der Pause versorgen können. Und zwar mit fair gehandelten Waren, weil uns auch ein Anliegen ist, dass wir nachhaltig arbeiten und dass die Studierenden einfach auch ein Beispiel haben für ihre berufliche Praxis dann als Erzieherinnen. Wie lässt sich denn in der Praxis auch faires Handeln mit verwirklichen? Was unter fairen Produkten zu verstehen ist, können die Studierenden im BDKJ Fair Café sehen. Klimafreundlicher Anbau, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Bauern, soziale Projekte in den Herkunftsländern. Das und noch viel mehr steckt hinter fair. Die Aktionswoche hat bei den Studierenden das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln verstärkt. Einfach alles ein bisschen bewusster wahrnehmen und froh sein, dass wir einfach alles da haben, weil es ja viele Länder gibt, wo jetzt Wasser beispielsweise nicht wirklich da ist und vorhanden ist, und einfach das bewusster wahrnehmen und bewusster benutzen. Ich esse relativ viel Fleisch. Jetzt die letzten Monate habe ich eben auch angefangen, weniger Fleisch zu essen und auch zu achten, welche Art von Fleisch ich kaufe. Und durch den Workshop kann ich eben sagen, okay, gut, ja, man bekommt einfach ein bisschen ein paar Blicke hinter die Kulisse. Bin jetzt gerade umgezogen, da merkt man einfach, wie viel Müll da anfällt. Gerade die ganzen IKEA-Kartons und so weiter. Das ist schon krass. Und da habe ich auch ein bisschen drauf geachtet, das ein bisschen besser zu trennen und sowas. Und das heute nochmal oder gestern bewusst geworden. Wir sind ja auch im Erzieherberuf und wissen auch, dass Kinder unsere Zukunft sind und sollten da schon einiges tun, dass es für die Kinder der Zukunft auch noch eine Chance gibt. Ein einzelner Mensch kann die Welt nicht retten, aber jeder kann seinen Beitrag leisten. Das ist vielen Studierenden noch einmal mehr bewusst geworden. Dass das nicht immer einfach ist, wohl auch. Das BDKJ-Projekt Weltveränderer liefert an diesem Tag, so scheint es, wohl noch viel Gesprächsstoff.